Seuchenausbruch. Die mysteriösen Todesfälle unter den Bediensteten und Gefangenen konnten endlich aufgeklärt werden. Es scheint, dass die Abflusskanalisation, die vor kurzem zur Nutzung als Transportweg geöffnet wurde, von einem eigenartigen, giftigen Pilz befallen ist. Die Krankheit scheint extrem schnell in den Opfern ausgebrochen zu sein und sie breitet sich im ganzen Körper aus. Einige meiner Männer und ich selbst wurden glücklicherweise vor diesem Unheil verschont. Aber es ist klar, dass das Ganze mein weiteres Vorankommen verhindert. Die Gefangenen sterben schnell und ihre verschmutzte Lebensessenz hat nicht die Energie, die ich suche. Ich muss sofort anfangen, einen Stoff, der Imps schafft. Ich lasse hier mal auf, dass ich weiß, dass ich hierher kam. Und ja, der Weg ist ein bisschen weniger blutig. Oh nein, es geht nach innen. Oh. Ach nö. Das ist ja doch blöd. Wie uncool, Mädels. Wollen wir wetten, dass ich mich hier drin verstecken muss? Wenn mich was verfolgt, ich lass mal auf. Ich glaube, den Raum erkenne ich von weitem. Maden. Ja, liebe Maden. Wie geht's euch, liebe Maden? Da liegen lauter Leute rum. Aber sonst gibt's hier wenig. Okay. Ist wohl nichts hier. Was das heißt. Ich habe Angst um meinen Po. Ganz viel Angst. Aber keine Musik. Ich höre, ob ich einen Zombie höre. Scheint nicht so. Warum dann der schlimme rote Bildschirm? Oder bin ich so früh und schnell weggelaufen, dass ich ihm komplett entgangen bin? Man könnte es meinen, oder? Scheint eigentlich so. Habe ich wohl Glück gehabt, nehme ich mal an. Eine mehr als freie Übersetzung, wenn er sagt, wo bin ich, und die schreiben, wer bin ich. Ich meine, das Spiel heißt Amnesia, aber das muss man jetzt nicht mit Gewalt überall reindrücken. Huch, noch mehr. If I sleep, will
entire weight from this nightmare. If not, I pray my heavenly father will take me in my sleep. Warum kommt denn niemand in diesen Raum, hat er gesagt. Nicht, warum kommt jemand in diesen Raum? Ach, die Übersetzung. Irgendwann, wenn ich mal keine Lust mehr auf Arbeiten habe oder so, sondern nur noch faulenzen will und dumm sein will, dann werde ich Übersetzer. Das ist geschenktes Geld. Man hat mal ein Wort oder zwei von der Sprache gehört und dann sagt man, ja, ja, ich kann das alles, Jürgen, ist alles juckt. Und dann erfindet man eine eigene Story und schreibt eigene Worte hin und schreibt das genaue Gegenteil vom Original und kriegt trotzdem Geld dafür und das wird dann veröffentlicht und der Rest der Welt muss den Scheiß dann lesen und... Was ist das? Kupfernes Rohr. Was mache ich damit? Sieht aus wie ein Teil eines chirurgischen Werkzeugs. Alles klar, ich muss den frischen auseinandersäbeln oder so. Gut, aber wahrscheinlich nicht nur mit dem Rohr. Da fehlt wohl noch mehr. Das heißt ja nur Teil eines chirurgischen Werkzeugs. Oh. Hört sich ja nicht so toll an. Sieht nach Zombie aus. Irgendwas zum Werfen? Die Leute wollen doch unbedingt, dass ich mal sowas auf einen Zombie werfe. Ah, dann halt den Knochen. Oder wird Danny einfach nur so wahnsinnig, weil ich höre keine Gegnermusik und ich gehe jetzt einfach. Ich glaube, der Wahnsinn ist gerade mehr storybedingt als gegnerbedingt, oder? Jetzt ist er auch schon wieder besser geworden. Habe ich gerade nicht verstanden. Verzeihung. Könntest du bitte wieder ein bisschen normaler werden, mein lieber Daniel? Ah, ich weiß. Die eigene Laterne macht's besser, ne? Licht, Licht, Licht. Ganz viel Licht. Schau doch nur, dass wir jede Licht. Guck mal, das ist doch schönes Licht, oder? Sieht auch schlimm kaputt aus, aber ansonsten. Boah, es wird einem doch schlecht, wenn man so hier rumlaufen muss. Das ist doch... Boah, schau gerade aus, Daniel. Boah. Da ist eine Schere. Machen wir mal ordentlich Licht hier bei dem. Was bist du? Oder du? Was mache ich denn jetzt damit? Dünnes, kupfernes Rohr. Zack. Es dringt nicht in den Schädel ein. Okay. Kurbeln wir ihm den Kopf auf. Bohren wir ihm den Kopf auf. Fuck. Igitt. 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 Was mache ich jetzt damit? Kurbeln. Was mache ich denn jetzt? Das Rohr ist dünn genug, um in, ist aber nicht dünn genug, um in meine Haut. Mami, Mami.
Fuck. Ich glaube, er geht wieder. Wie klar Daniel auf einmal wieder ist. Die Angst, ne? Musik ist auch schon wieder ganz lieb. Als wäre es wieder alles gut. Huch, die Tür. Die Tür hat's zerbröselt. Oh, bitte keine Geräusche machen, danke. Okay, da ist die Tür, da ist die Tür, da ist die Tür, da ist die Tür. Oh Mann. Hippie. Okay. Wir können in die Säure. Nee, nicht in die Säure, in das Giftzeug da unten. Boah. Was habe ich jetzt eigentlich alles verloren? Was habe ich noch? Hammer und Meißel habe ich noch und mein Glas und meine Kurbel. Und jetzt kann ich durch den tollen Rotz hier laufen. Muss ich nicht mehr husten? Nein, alles ist gut. Igitt, war das ekelhaft, wie ich das Zeug gewonnen habe. Ja. Henry Bedloe kam zum Unterricht, die Wut seiner Mutter in sich tragend. Er weinte nie, stattdessen brachte er andere zum Weinen. So sind Schmerzen. Du wirst entweder traurig oder wütend. Henry entschied sich immer für Letzteres. Das sind also die tollen Giftpilze. Alles klar. Oh. Hi. Na du? In der Hoffnung, dass die Dinger nicht Leitern klettern können, ne? Eh nicht gesehen. Es war jetzt nur so das Hallo, dass ich weiß, ja, da sind welche. Ja, da musst du jetzt hin. Viel Spaß. Na, den werde ich haben. Und wie ich den haben werde. Da muss ich wohl durch und muss das Ding dann irgendwie anhalten dafür. Es würde so zum Stil des bisherigen Spiels passen. What's happening? What are you doing? Let me go! Please, don't take me! Nobody ever returns! Oh. Alles klar.